So, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe, neues Update. Einen Tag vor der vorletzten Wochenaufgabengedöns. Und wie ihr seht, ich habe mir gestern den Skin gekauft und ich feiere ihn immer noch. Also, wenn man einen Skin unbedingt haben wollen soll, dann muss man sich ihn einfach kaufen. Ist einfach so. So, wie ihr seht, wir haben jetzt 269 Abonnenten. Heißt, ein einziger fehlt noch und die nächste Zahl wird bekannt gegeben. Wenn du neu auf dem Kanal bist, wie gesagt, der Code ist echt. Keine Panik, keine Fake-Kacke oder sonst was, weil was für einen Sinn habe ich davon? Gar keinen. Irgendwann kommt es eh raus und dann, ihr habt alle verarscht. Also, wie gesagt, wenn du wissen willst, wie du den Code unten knacken kannst, guck dir einfach mein Video an, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich dann auch erkläre, wie du den Code knacken kannst. In dem Sinne würde ich nochmal sagen, danke an die 269 Abonnenten, die bis jetzt schon da sind und alle die, die kommentieren, liken und so weiter. So, wir gehen jetzt direkt mal in den Shop rein, gucken, was drin ist. Ich habe heute schon überall gelesen, Batman, Batman, Batman. Ich so, ja, guck dann so, kein Batman. Wunderbar. So, wir gehen erstmal auf die Rächerin, die war ja gestern schon drin, klar, weil ich habe sie ja gestern gekauft. Ihr seht im Besitz, also für 1200 V-Bucks fand ich den echt nice. So, der Rucksack ist direkt mit im Preis inbegriffen. Würde ich aber mal sagen, den hatten wir ja gestern schon. Gucken wir gerade mal, was hier Neues dazu kam. Ich sage, mit Spitzhacken kann ich mich einfach nicht anfreunden. Da gefällt mir ganz selten eine. Wirklich, also. Okay, Einsatzmuster. Ist ja irgendwas Besonderes an dem Muster. Wie immer ab auf den Roboter. Ja, ja, man kann es spielen so, aber wie gesagt, ich finde immer nur auf dem Roboter sieht die Tarnung gut aus. Auf der Waffe, ich weiß nicht, die Tarnungen kommen irgendwie nur beim Roboter richtig zur Geltung. Meine Meinung. So, was haben wir noch? Dann haben wir die Einsatzleiterin, richtig, einmal mit zwei Stilen nehme ich mal an. Ziemlich verarschen. Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Dankeschön. Das weiß ich gar nicht, hatte ich vorher auch so viel wie Max? Ich wollte eigentlich nur auf Stil. Nee, nee, nee. Also einmal mit Maske, einmal ohne. Wenn dann mit Maske. Oh, oh, warte mal. So. Mit Maske. So sieht das irgendwie. Ja, der Skin hat auch was. Also. Ist halt nicht so ein 0815 Skin irgendwie. Auch das andere Gesicht. Ja, der ist ganz okay, aber. Ich habe ihn aus Versehen gekauft, aber ich hab, ihr seht ja, ich habe ihn direkt wieder zurück. Man darf sich ja mal verdrücken. So, dann legendärer Skin. Den hatten wir ja schon mal drin. Der gute Exo. Ach, Exo, der Unterdrücker. Aber da gefällt mir halt das Gesicht nicht. Egal in welchem Stil. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich schon wieder aus Versehen drücke. Also weder so gefällt, ja so geht der noch einigermaßen, aber die Fresse geht irgendwie überhaupt nicht. Die erinnert mich irgendwie so voll an Halloween. Oder? Wenn man die Kürbisse so macht. Also zumindest der Mund. Die Augen, keine Ahnung. Aber der hat, glaube ich, nicht viel Angriffsfläche, weil er so dünn ist, oder? Also er kommt mir nicht wirklich groß vor. Also breit. Aber das Fortnite passt das sowieso an. Da kannst du auch hier rechts neben dem Arm daneben schießen. Und er wird wahrscheinlich trotzdem treffen, egal wie dünn der ist. So, das war das. Dann haben wir noch die Plasma-Klinge dazu. Die finde ich wiederum geht. Also die geht klar. Aber der Ton geht nicht klar. Ton ist nicht gut. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir den McWaffle. Also der nächste Skin wieder mit Essen und hat man nicht gesehen. Also ganz ehrlich, diese Essenskram, mir gefällt es einfach nicht. Das ist alles schön und gut, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist wie auf dem PlayStation 1 damals Simpsons oder so. Kann man mal sich angucken, aber haut einen nicht wirklich vom Hocker. So, dann als Emote haben wir die Fitnessrunde. Ist auch einer der ersten, oder? Hat er nicht Flying Uwe irgendwie was von?
Auf jeden Fall kommt mir das zuvor. Ah, ist ganz nett, aber auch das haut mich nicht um. Und dann haben wir die Beast-Schützen. Also da muss ich sagen, der Skin geht eigentlich klar für 800 V-Bucks. Der Skin hat was, hat halt ein bisschen was von Catwoman, nur halt ein bisschen auf Raumschiff mäßig. Alles klar, ist ja vom Beast. Und geht eigentlich soweit klar, finde ich. Und für 800 kann man sich eigentlich gönnen. So, dann haben wir noch Emote, Schere, Stein, Papier. Zack. Nochmal. Zack. Und zeigt das dritte auch noch. Nein. Jetzt will ich sehen. Ja. Ja, Faust. Beziehungsweise Stein. Dreimal Stein. Hier, Schere. Einmal erst Papier. Ah, war auch dein Glück. So, dann haben wir noch Elektro-Shuffle. Kennt jeder. Der ist aber auch geil, der Tanz. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Passt auch irgendwie zu jedem Skin irgendwie. Ist halt nice. Und noch die Musik ist nicht schlecht. So, dann haben wir eine neue Musik. Wenn sie gut ist. Besser als die, die jetzt gerade läuft. Werde ich sie kaufen. Achtung, ich gehe rein. Nee. Nein, nein, nein. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Wie findet ihr diese Musik? Mir gefällt die absolut gar nicht. Also bleiben wir immer noch bei Season 10 Musik. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich hiermit. Das einzigste Neue war halt wirklich die Musik. Also hätten sie eigentlich... Ja gut, sie können nicht jeden Tag einen Skin raushauen, weil irgendwann haben wir 1 Million Skins. Von daher, alles easy. Aber wie gesagt, hier der legendäre Skin, mich haut da nicht um. Die hat mir echt gut gefallen, deshalb habe ich sie mir auch gekauft. Und wie gesagt, gerne ein Like da lassen, einen Kommentar. Wenn du noch kein Abonnent bist und mich auch schon öfters gesehen hast, dann gerne jetzt dein Abo da lassen. In dem Sinne, viel Spaß noch, gebt nicht zu viel Geld aus für V-Bucks und hab's nicht gesehen. In dem Sinne sage ich jetzt mal, haut rein.